stattgefunden, also in einem ausgefallenen Rahmen. Auch ausgefallene Stars waren dort, ausgefallene Fotos, weil das Thema eben ungewöhnlich ist. Schauen wir es uns an. Das böse Armwort. Normalerweise kennt man Manfred Baumann von Fotos wie diesen. Gestern Abend eröffnete er wieder eine Fotoausstellung, diesmal über besondere nackte Tatsachen, mit ungeschminkten Porträts. Der Titel der Ausstellung: Live, Menschen vom Leben geprägt. Sie musste ein interessantes Gesicht haben, eine interessante Geschichte dazu. Einfach zu transportieren, dass ein Bild nicht oberflächlich ist und dass man es schnell vergisst, sondern dass eine Geschichte transportiert wird, die Lebensgeschichte der Personen, die in jeder einzelnen Falte, jede Weiche, die so im Leben kommt, einmal geht man einen guten Weg, dann hat man einen schlechten Weg oder macht man was Falsches, dass man hier einfach das festhält. I love it. Ich liebe es. Ich liebe es, die Linien, die das Leben in ihr Gesicht gezeichnet hat, zu sehen. Großer Promi-Rummel bei der gestrigen Vernissage in einem Einkaufszentrum im Norden Wiens. Allen voran Dr. House-Darstellerin Liza Edelstein. Sie alle zeigten sich beeindruckt von der ungeschminkten Wahrheit der Porträts. Sensationell, wenn man ein bisschen tiefer blicken kann. Ich glaube, alle wollen immer nur die Schönheit, alle wollen nur die Schönsten fotografieren. Ich glaube, dass dieses Projekt einmal was Feines ist, wenn man auch Falten sieht, wenn man die inneren Werte ein bisschen erkennen kann, und deswegen finde ich das Projekt echt toll. Natürlich sieht man hier die Zeichen des Alters, sie sind nicht retuschiert, aber jeder dieser Menschen wirkt total sympathisch. Es sind durchaus Bilder eben, die man sich vorstellen kann, sogar zu Hause aufzuhängen. So schauen Menschen aus, wenn sie älter sind. Man sieht die guten und schlechten Zeiten, die sie erlebt haben, wenn man sich die Zeit nimmt, die Fotos genau anzuschauen. Manfred zeigt uns auf diese Weise, dass auch ältere Menschen schön sind. Und dieser Herr gefällt mir besonders gut, weil der schaut so pfeffrig, witzig, charmant und frech aus. Finde ich ganz toll. Man kann in vielen Falten das Leben ablesen und sind ganz prägnante, tolle Bilder. Und ist ein großer Job. Ungeschminkt, gell? Also für mich noch kein Thema, aber wenn ich mal 100 wäre, dann lasse ich mich auch ungeschminkt fotografieren. Auffallend bei der Ausstellungseröffnung die verliebte Zweisamkeit zahlreicher prominenter Pärchen. Doch zurück zum Thema. Bei so viel Prominenz drängt sich die Frage nach der Eitelkeit auf. Denn nicht jeder hat den Mut, sich ungeschminkt zu zeigen, geschweige denn, sich überlebensgroß ausstellen zu lassen. Also es gibt auch so Tage, ich glaube, da ist es der wachsende Schwammerl dann dort, wo man es nicht braucht. Aber ich denke, das ist das Leben, genauso wie diese Menschen hier alt werden. Es ist schwierig, wenn man weiß, dass man fotografiert werden kann, wenn man aus dem Haus geht. Man kann nicht mehr einfach so mit dem Pyjama rausgehen wie früher. Nichtsdestotrotz versuche ich nicht so viel darüber nachzudenken. Prinzipiell bin ich lieber ungeschminkt, so wie heute. Also jetzt sehen wir die Damen und Herren zu Hause völlig ungeschminkt, ernst als Leitner pur. Und trotzdem schön, gell? Ich habe bad hair, bad sonstige days, ich habe bad days einfach wie jeder andere auch natürlich. Manchmal bin ich froh, dass es Make-up gibt und dass ich eine Frau bin, bei der es nicht auffällt, wenn sie sich drauf schmiert. Ich denke, seltenst hätte ich mal Rouge aufgetragen. Das ist aber wahrscheinlich auch gut so. Aber natürlich gibt es mal die Momente, wo man nicht so gut drauf ist oder wo man müde ist oder wo man fertig ist oder was auch immer. Und dann will man eigentlich einfach nur nach Hause. Die Promis hielten durch und die Ausstellungseröffnung war ein Erfolg. Kein Wunder, stand sie doch unter einem guten Stern. Heute ist ein wunderbarer Tag für Ausstellungen. Die Venus ist in die Waage gewandert, wo sie eigentlich auch zu Hause ist. Und Venus steht ja für die Liebe, für die Harmonie, aber auch für die Kunst. Also Kunst und Kultur stehen jetzt die nächsten Tage ziemlich im Mittelpunkt. Die Fotos ab sofort auch in Buchform und die nächsten 2 Wochen noch in der Ausstellung zu sehen.